Aufgeheizte Stimmung am Rande der Pegida-Demo in Dresden. Sonst hättet ihr auch kein Problem, ihr wollt doch sprechen. Ja. Was wollt ihr an ja, der Stelle? Ich will jetzt, dass die Kameras aus sind. Ja, es gibt die Pressefreiheit. Ja, schön, aber sie provozieren gerade mit ihrer Anwesenheit auf unserer Teilnehmerseite. Die rechte Szene hat den sächsischen Grünen-Chef Jürgen Kasek als prominenten Feind auserkoren. Denn zum zweijährigen Bestehen von Pegida konnte der 36-Jährige der fremdenfeindlichen Bewegung einen Strich durch die Rechnung machen. Bereits im Februar hatte Kasek für den eigentlichen Jahrestag am Montag eine eigene Veranstaltung auf dem Dresdner Theaterplatz angemeldet. Pegida musste auf den Sonntag ausweichen. Natürlich kann das nur ein symbolischer Erfolg sein. Und ich muss ganz klar sagen, das Problem, was wir haben, das kriegen wir durch Verbote oder dass man das jetzt alles wegbeauftragt, wird man dieses Problem nicht lösen. Waren es zum ersten Jahrestag noch knapp 20.000 Demonstranten, konnte Pegida dieses Mal nur rund 5.000 Anhänger mobilisieren. Die Stimmung jedoch unverändert aggressiv. Nee, ich sage Ihnen gar nicht hier. Weil die haben da was dagegen, und gehen sie. Spiegel Online, das größte Drecksblatt, was es gibt. Spiegel Online, ist ja nicht zu fassen. Die Demo guckt sich Kasek lieber nur aus der Entfernung an. Zu sehr fürchtet er unter den Pegida-Anhängern um seine eigene Sicherheit. Das ist natürlich ein seltsames Gefühl tatsächlich an der Stelle, weil es natürlich gerade für mich so ist, dass ich ja hier immer wieder von hier aus angegriffen werde oder beleidigt werde. Macht Ihnen das Angst? Ja, auf der einen Seite kann man ja natürlich sagen, im Prinzip diejenigen, die schreien und beleidigen, das ist ein Ausdruck aus meiner Sicht tatsächlich von Schwäche. Auf der einen Seite, auf der anderen Seite ist ja tatsächlich das Jahr so gewesen, dass Neonazis von meiner Kanzlei waren, dass ich Drohbriefe bekommen habe, dass ich Hassmails bekommen habe, anonyme Anrufe, die mir mit dem Tod drohen, sodass ich sagen muss, ja, das wirkt sich auf mein Sicherheitsgefühl aus. Auch wenn der größte Hype 2 Jahre nach Gründung vorbei ist, die Anhänger von Pegida sind noch immer laut. Kein Ausländer, den ich kenne wie die Türken, Hamburg, Hannover, tun sich überhaupt nicht unterordnen. Können Sie Beispiele nennen aus Ihrem Alltag? Wo erleben Sie das? Beispiele? Ständig eigentlich. Wie soll ich jetzt... Hast du mal ein Beispiel für mich? Es lungern überall Gruppen von Farbigen, von Ausländern, lungern in den Städten. Die Bürger selber gehen arbeiten, um das alles zu erwirtschaften. Und diese Gruppen, die dürfen natürlich auch nicht arbeiten, teilweise, ne? Aber man sieht auch nicht, dass sie arbeiten wollen. Sie sitzen da und verprassen letztendlich unsere Gelder. Abschieben! Abschieben! Statt Fakten zählen auf dem Dresdner Theaterplatz weiterhin nur diffuse Befindlichkeiten. Freunde und Lieben, AfD ist auf einem sehr guten Kurs.